Nach der Arbeit kommen die Jugendlichen zurück ins Wohnheim. Hier gibt es als erstes Abendessen. Entweder gibt es kaltes Essen oder warmes Essen. Hier können sich die Jugendlichen satt essen. In diesem Raum ist es möglich, dass ihr Billard oder Kicker spielt. Ihr könnt auch ins Internet gehen oder euch in Ruhe unterhalten. Zweimal in der Woche ist die Möglichkeit, Sport zu machen. Einmal Fußball spielen, gerade die Buben lieben das. Und zweitens mal ein unterschiedliches Angebot. Zumba ist dabei, Volleyball, Basketball, das, was die Jugendlichen wollen. Wer Lust hat, kann immer mitmachen. Es ist aber alles freiwillig. Alle Jugendlichen haben ein Zimmer, wo sie zum Beispiel PlayStation spielen können oder lernen für die Schule oder mit Freunden privat sprechen können.
In der Disco haben die Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel sich abends zu treffen, zu tanzen, Musik zu hören, Kicker zu spielen. DVD-Abende werden organisiert, verschiedene Aktionen wie Faschingsfeier, Halloweenfeier, Sandwich- oder Cocktailverkauf. Ja, aber Disco bedeutet hier nicht besoffen zu sein. Sie, nun haben Sie hier im Haus viel gesehen, vielleicht auch gespürt, dass hier eine besondere Atmosphäre da ist. Ich will es am Ende nicht vergessen, auch noch zu sagen, Sie zu informieren, dass uns Pädagogen, Erziehern, Sozialarbeitern eine persönliche Beziehung zu den Bewohnern wichtig ist. Wir wollen alle unterstützen, ihre Selbstständigkeit hier im Haus zu finden und ihr Leben selbst zu gestalten. Nun lade ich Sie ein, hier das Haus zu besuchen. Dann können Sie sich selber einen Eindruck machen, ob alles stimmt, was wir jetzt erzählt haben und was Sie gesehen haben. Auf Wiedersehen.